Willkommen zurück. Ja, wir sind jetzt gerade in der Wasserfallhöhle und ich habe mal ein bisschen gelevelt. Jetzt sind wir Stufe 3 und Stufe 4. Unser Flash, der kann ein bisschen Magie, zwar Heilung. Und unser Jengis, der kann noch nichts. Dafür hat der Jengis schon einmal gelevelt da unten. Konnte ich 3 Punkte verteilen. Und dann rasen wir jetzt mal schnell mit dem Turbo durch und metze mal ein paar Münsterchen durch. Tanzteufel, den hatte ich vorher auch schon einmal. Der ist eigentlich ganz, ja, für den Anfang ganz stark, finde ich eigentlich. Er greift schon wieder an. Und es ist eigentlich immer komisch, dass meine immer dauerhaft angegriffen wird. So, Flash Level 4 kann ich jetzt auch Punkte. Jo, 2 Stück. Machen wir mal das. Und das vielleicht. So, jetzt haben wir das Problem. Ich brauche mal wieder Heilung. Benutzen, zack. So, jetzt haben wir natürlich auch schon 9 Mana-Points. Jetzt gehen wir noch schnell hier Kiste holen. Das ist nämlich die Karte. Die wollte ich vorab schon holen, aber ich dachte so, ach nee, das machen wir, wenn wir wieder im Gameplay sind. So, da ist der Typ, der beobachtet gern die Höhlen. Anscheinend. Na. Maulwürfe. Gehen wir erstmal schnell fix auf die Maulwürfe. Der Schleim ist eigentlich ganz. Ah, jetzt konzentriert er sich auch noch. Wow. Ich habe extra den Turbo eingeschaltet, weil es meiner Meinung nach wirklich viel schneller geht. Im Nachhinein. Einfach durch die ganzen Kämpfe durchzuschalten. Jetzt. Eieiei. Zauberheilung. Flash. Mal so. Oh, wenn der eine gleich austeilt, dann haben wir. Alter, was konzentriert er sich denn? Boah, alter Schwede. Ja, aber konzentriere du dich jetzt auch mal. Ist klar, tschüss. Das wird gleich voll nach Heilung riechen. Zack. So, jetzt wollen wir hoffen, dass das hier. Ah, geil, das geht hier drüber gut. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir die Mana-Punkte bekommen. Flügelchen. Heilkraut. Super. Ladderhut. Kann natürlich sein, wenn ich sehe, ich bin doch wieder zu stark, dann sage ich einfach, ja, ich mache hier wieder Cut. So nach 10, 20 Minuten. Und dann machen wir, beziehungsweise mache ich dann einfach wieder ein bisschen weiter. Jo, zieh mal an. Dann können wir eigentlich Transfer nach unten packen. Tschüss. Muss auch mal gucken, auf welche Klassen ich die setze. Ob ich Schwert, Speer oder so nehme. Man hat ja verschiedenes. Oder Bumerang. Da kann man ja mehrere auf einmal treffen. Aber da fehlt mir halt ein bisschen das Geld zu. Für den heißen Tanz. Oh nein. Ich tanze immer noch unkontrolliert. Ey. Er greift einfach mal meinen Tank an. Der hält einfach ein bisschen mehr aus. Tschüss. Geht doch so einigermaßen, dass man hier doch so ein bisschen was schafft. Hier ist nichts. Okay, dann gehen wir weiter runter. Zur Not habe ich immer noch den Flügel, dass ich doch, wenn es brenzlig wird und ich sage, das Heilkraut ist mir zu wichtig, dass ich doch hier verschwinde. Obwohl, warte mal. So, mach du mal da drauf. Jetzt konzentriere ich mich mal eine Runde. Ja, das soll nämlich. Ja, das passt nämlich. Da soll nämlich der Schlacht sich nämlich erhöhen, beziehungsweise die Angriffsstärke. So, vielleicht eine Runde überlebe ich noch. Dann gehen wir nochmal weiter durch. Okay, was ist da vorne? Na. Nein, mach auch. Ich will kurz sagen, mach keinen Hals. Der macht. Immer mein Supporter. Ich muss einfach mal den tanken. So, ich glaube, das war's. Ja. Das heißt, ich werde erstmal gleich wieder rund wegfliehen. Oder? Da ich wieder tot bin, habe ich denn noch welche von den Dingern an Giftung? Ja, einen habe ich noch. Benutzen. Fell Bay.
Oh, Willy. Jetzt muss ich mit dem Fettsack so schnell zurückrennen, oder was? Alles klar. Kann man nicht fliehen? Wow. Ich bin doch weg. Hallo. Dann gehe ich jetzt drauf oder wie? Nicht schon wieder. Das haben wir letztes Mal schon im Part gehabt. Okay, fliehen wir jetzt nochmal. Ich glaube, da ich da mehr habe. Dann nimmst du auch hier raus. So. Kann ich das nicht transferen von hier? Das geht. Super. Ja, der Genghis hält einfach mehr aus. Das heißt, wir müssen auf Flash auf jeden Fall ein bisschen mehr Verteidigung drauf bekommen oder halt, dass er halt mehr Angriff hat. Ja, übertreib, tschüss. Da habe ich nämlich jetzt gar keine Lust drauf. Da müssen wir. Ne, muss ich jetzt. Da muss ich lang, oder? Ist jetzt verkehrt, oder was? Fliehen, tschüss. Ah, ne, schon richtig. Jetzt hätte beide Wege halt laufen können. Gehen wir nicht fix nach Hause. Draußen sind halt. Und nicht immer diese Metallmeisen. Und dann noch die beiden Teufelchen, die werden doch schon stark. Machen wir jetzt einen kleinen kurzen Part, wo wir halt eben noch. Kann ich euch wenigstens zeigen. Wo man sich regenerieren bzw. wiederbeleben kann. Ach, die Schleime, die machen wir noch. Die gehen ganz human. Zack. Dass ich doch vielleicht bis, ich sag mal, bis Level 5, 6 trainiere. So um den Dreh, um mir vielleicht doch was hole, wenn ich einen Bumerang oder so oder einen Speer. Das haben sie ja da. Oder vielleicht ein kleines Schild. So, lauf, 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 lauf. Weil ich habe auf dem Schild geguckt, man könnte auch hier links noch zum Kontrollpunkt latschen. Ich weiß nicht, wie weit sinnvoll das ist, da lang zu laufen. Der macht schon so viel Schaden auch noch. Das ist unglaublich. Natürlich levelt jetzt mein Flash-Shooter nicht. Den Flash nicht nebenbei. Das ist natürlich blöd. Da muss ich mich auf jeden Fall ein bisschen ranhalten. Wie gesagt, ich habe auch noch diesen Turbo eingeschaltet, weil es einfach von den Wegen, vom Laufen her, ein bisschen vom Kämpfen halt einen schnelleren Ablauf hat. Ja, 2 Punkte. Ist halt nicht das Wahre, was man hier kriegt, aber dass man halt so ein bisschen farmt und ein bisschen vorankommt. So. Jetzt wollte ich mal gucken, wie ich das euch zeigen kann. Hier bei dem Waffenmenschen. Dass ich mir eventuell das Schwert oder den Bumerang hole. Und hier den Hammer. Das heißt so 350 Dollars. Dass ich mir das dann halt, wie gesagt, hole. So, jetzt holen wir noch Flash-Shooter wieder zurück. Wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, dann kann ich nämlich erst noch schon was holen. Und zwar das Schwert. Ach ne, nein. Ja, ich möchte mein fortfahren. Ich will aber nicht das. Ich will wieder aufstehen. Das kostet irgendwie 10 oder so. Ja, kleine Spende von 10. Das heißt, wir können uns noch eben das Schwert holen, damit wir auf jeden Fall für Flash da ein bisschen mehr Power haben. Und dann wollte ich noch übernachten und dann mache ich schon wieder einen kleinen Cut rein und dann werde ich ein bisschen leveln. Dann sehen wir uns eigentlich dann beim nächsten Part. Es hat nicht viel Spannendes passiert. Dachte so, nimm's auf. Kommst du vielleicht durch die Höhle durch, aber war wohl nix. So. Ach, das kostet so viel. Ach, den, ich wollte. Normalerweise wollte ich eigentlich die beiden Sachen, den und den, aber die waren auch schon da. Das heißt, ich muss noch ein bisschen sparen. Gut.
Dann gehen wir noch schnell in die Übernachtung rein und dann mache ich erst einen kurzen Cut und dann sehen wir wieder, wenn ich genug gelevelt habe. Lauf! Da. Oh, warte mal, da sind noch wieder. Und stopp. Stopp. Naja, da ist nichts mehr drin. Das heißt, es wird, glaube ich, nur einmal was vorkommen. Okay, wir wollen übernachten für 6 Goldmünzen. Alles klar. Vollgetankt. So, da haben wir unseren neuen Erfahrungs-Mana-Punkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder im nächsten Part. Und bis dahin, euer Fleshy Dappe und tschüss.